Naja, das ist immer wieder Reihenfolge. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Super Prater. Heute im Studio Konstantin Schreiber. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Angesichts der sich zuspitzenden Infektionslage hat Gesundheitsminister Spahn an die Länder appelliert, konsequent zu handeln und nicht auf die Corona-Notbremse des Bundes zu warten. In dieser schwierigen Situation zählt jeder Tag. Der Präsident